Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Ranking der leistungsstärksten Staaten landet die Bundesrepublik 2018 nur noch auf Platz 15. 2017 war es Rang 13 und 4 Jahre zuvor war es immerhin noch Rang 6. Wir verlieren am Boden. Wir verlieren aber auch deshalb am Boden, weil die Welt um uns herum nicht stillsteht. Weltweit werden Unternehmenssteuerreformen durchgeführt und Steuersätze deutlich nach unten korrigiert. In den Vereinigten Staaten wurde der Unternehmenssteuersatz 2018 von 35 auf 21% gesenkt. In Frankreich wird der Steuersatz 2022 von 33,3 auf 25% gesenkt. In Großbritannien soll der Steuersatz bis 2021 auf 17% fallen. Und selbst Belgien will nicht mehr den höchsten Steuersatz in Europa haben. Selbst dort ist eine Steuerreform beschlossen. Diese Liste lässt sich weiter fortsetzen. Nur einer. Wir, Deutschland, verharrt hingegen bei einer Steuerlast für Unternehmen von rund 30%. Tendenz steigend. Und spätestens 2022 werden wir das Land mit der höchsten Unternehmensbesteuerung sein. Und der deutsche Finanzminister sieht keinen Bedarf zu reagieren. Und das ist nicht nur fahrlässig, das ist gefährlich. Nicht zu Unrecht spricht der Präsident des BDI von unterlassener Hilfeleistung. Meinen Sie nicht, dass es höchste Zeit ist, zu handeln? Die letzte Unternehmenssteuerreform liegt mehr als 10 Jahre zurück. Der Präsident des IFO-Instituts, Professor Clemens Fuest, fordert die Bundesregierung schon lange auf, die Unternehmenssteuern zu senken. Bleibt Deutschland untätig, wird die Steuerlast in Kürze die höchste unter den führenden Industrienationen sein. Das würde dazu führen, dass Betriebe profitable Investitionen und die damit verbundenen Jobs ins Ausland verlagern. So Fuest. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, der internationale Steuerwettbewerb findet statt. Mit und auch ohne uns. Ignorieren können wir ihn nicht, verhindern werden wir ihn nicht. Wir können, nein, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Deutschland nicht zurückfällt und wir am Ende den Standortwettbewerb als Verlierer dastehen. Und hierum, liebe Kollegen von der SPD, geht es nämlich. Es geht nicht darum, einen ruinösen Steuerwettlauf zu gewinnen, sondern es geht darum, die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu sichern. Noch geht es der deutschen Wirtschaft gut. Die Frage ist nur, wie lange noch? Selbst die Bundesregierung senkt ihre Wachstumsprognose dieses Jahr auf 1% und verharrt im Dornröschenschlaf. Wenn sie wartet, bis ein Prinz sie wach küsst, dann werden die deutschen Unternehmen sicherlich den Wettbewerb verloren haben und ihre Investitionen irgendwo anders getätigt haben. Und diese Unternehmen, die dürfen zu Recht erwarten, dass die Bundesregierung endlich ihre Hausaufgaben macht und sie den deutschen Unternehmen die Chance gibt, einen fairen internationalen Steuerwettbewerb auch hier gewinnen zu können. Und eine faire Bedingung wäre in diesem Zusammenhang, die Gesamtbelastung zumindest auf das Niveau von Frankreich zu reduzieren auf maximal 25%. Das wäre dringend notwendig. Ein erster Schritt wäre es unseres Erachtens, die Körperschaftssteuer von 15 auf höchstens 12,5% zu senken. Es wäre der richtige Schritt in die Richtung der Wettbewerbsfähigkeit für unsere Unternehmen. Die Notwendigkeit der Absenkung des Körperschaftssteuersatzes hat auch Bundeswirtschaftsminister Altmaier erkannt, allerdings erst mittelfristig und auf keinerlei Reaktion bei seinem Kollegen Scholz ist er damit gestoßen. Der ist ja nach wie vor der Meinung, wir haben keinen Handlungsbedarf. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Deutschland braucht eine Unternehmenssteuerreform, bevor wir wieder der kranke Mann Europas werden. Wir müssen jetzt die Weichen für die Zukunft stellen und dabei hoffe ich auf Einsicht bei der Großen Koalition. Die Union hat ja die Notwendigkeit der Unternehmenssteuerreform schon erkannt.